Das Sommerkino Kyritz geht in seine letzte Vorstellung für dieses Jahr. Eines vorneweg, das bisherige Publikum war fantastisch und der zahlreiche Applaus nach dem bisherigen Film zeigt, man könnte den Nerv der Kyritzer bzw. seiner Gäste getroffen haben. Für Sonnabend, den 17. September, gibt es wieder einen ganz besonderen Film. Dänemark ist nicht Ihr Freund. Für uns dienen sie nur einem Zweck. Unter dem Sand, der Name des Dramas, war sogar Oscar nominiert. Die Geschichte Mai 1945. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende, nicht jedoch für ein knappes Dutzend junger Soldaten aus Deutschland. Kurz zuvor waren sie für Hitlers letztes Aufgebot eingezogen worden, den Volkssturm. Sie sind noch fast Kinder, doch nun Kriegsgefangene in Dänemark und für ein Himmelfahrtskommando eingeteilt. Die Säuberung eines Nordseestrandes von 45.000 Nazi-Tretminen. Ihr werdet sie alle entschärfen. Wenn ihr das erledigt habt, könnt ihr nach Hause gehen. Willst du etwas sagen? Nein, Herr Feldwebel! Meinst du? Nein, Herr Feldwebel! Das sind alles Idioten! Ein Haufen von deutschen Vollidioten! Es beginnt eine schier unlösbare Aufgabe. Jeder Schritt im Sand könnte der letzte sein. Das Einzige, was ihren Lebenswillen erhält, ist die Hoffnung auf Freiheit. Du hättest mir sagen müssen, dass es noch Kinder sind, Ebbe. Fängst du an, sie zu mögen? Wenn du alt genug bist, um in den Krieg zu ziehen, bist du auch alt genug, um Minen zu räumen. Boom! Gezeigt wird der Film dieses Mal auf der Wiese zwischen Bootsanleger und Badeanstalt. Mal wieder ganz was anderes. Der Film beginnt mit Einsätzen der Dunkelheit. Ab 19.30 Uhr könnt ihr die Stühle besetzen, die Decken ausbreiten und das Popcorn vernaschen. Wenig später beginnt die Vorstellung. Ich wünsche euch viel Spaß, wäre jetzt falsch zu sagen. Ich wünsche euch gute Unterhaltung, vielleicht ein kleines Nachdenken und einen wunderschönen Abend. Tschüss, bye bye und winke winke.